Mein Name ist Georg Tischler, ich komme aus Gohls im Burgenland, hatte mit 16 Jahren einen Verkehrsunfall mit dem Moped und bin seither querschnittgelähmt. Mit dem Behindertensport konfrontiert wurde ich erstmalig in der Rehab und kam aber erst dann viel später zum Sport, weil ich meine berufliche Laufbahn erst eingeschlagen habe. Und nachdem die berufliche Laufbahn gefestigt war, konnte ich mit dem Sport beginnen. Meine Leidenschaft ist das Kugelstoßen. Ich habe das Kugelstoßen als koordinativen, hochwertigen Sport kennengelernt, mit sehr viel Kraft, mit explosiver Technik. Und ich liebe es einfach, mich zu schinden und zu fordern und das Gerät weit zu stoßen. Ich betreibe Sport an der Lust an der Bewegung. Sport macht mich kräftig, auch für den Alltag, und es ist wunderschön, sich zu fordern, den Körper zu fordern, und es hält fit. Meine größten Erfolge sind 2004 die Goldmedaille bei den Paralympics in Athen, 2007 Weltmeister in Taiwan und 2009 Weltmeister mit Weltrekord. Die Vorbereitungen für London sind bereits angelaufen. Wir haben ein Trainingslager im Oktober in Polen geplant, dann weitere Trainingslager im kommenden Jahr in Lanzarote, ein Wintertrainingslager, Wettkämpfe national und international. Ich habe auch mein tolles Team der letzten Jahre zur Verfügung, mit dem ich mich sehr gut verstehe, mit dem ich harmoniere, und wir sind bereit. Meine Ziele für London sind klar festgelegt. Ich kann eine Medaille holen. Natürlich bedarf es einer tollen Vorbereitung, einer verletzungsfreien Vorbereitung. Wir sind aber positiv eingestellt, und ich glaube, ich werde eine Medaille holen.